Bei der Preisverleihung im niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten wurden die Gewinner des Wettbewerbs Junior Challenge Wasser vorgestellt. Ziel des Wettbewerbs war, dass sich junge Menschen mit diesem Produkt unseres täglichen Lebens auseinandersetzen und gleichzeitig zeigen, dass Wasser großen Spaß machen kann. Wasser, Wasser, wenn's cool bist, dann trinkst Wasser, weil es ist ja schon gesund, drum trink mal Wasser. Zu großen Durst lass es gar nicht kommen, besser ist die Flüssigkeit auf den Tag verteilt aufgenommen. Wasser, Wasser, wenn's cool bist, dann trinkst Wasser. Wasser macht Spaß, war das Motto für den Wettbewerb und die 200 eingesandten Videos haben es bewiesen. Es macht den Jugendlichen Spaß. Ja, sie waren YouTube-verdächtig, die Videos, und daher waren sehr viel Spaßige dabei, aber es ist ja sehr viel Ernstes im Hintergrund transportiert worden, wie wichtig Wasser fürs Leben ist, wie wichtig sauberes Trinkwasser ist, dass Wasser auch Kraft hat, aber alles dabei. Ich bin sehr beeindruckt und vor allem, da steckt viel Herzblut und viel Engagement dahinter, vor allem viel Begeisterung, was man heute hier gesehen hat, von Unterwasser sitzen und unter Wasser Wasser trinken bis hin zu der Domino-Stein-Aktion, also ganz gewaltig. Und die beiden Burschen haben mir erzählt, sie haben 14 Tage daran gearbeitet, an dem Video, und sie haben in Thulen das nächste Event, da bauen sie dann mit 150.000 Steinen, und ich denke mir, wenn so viel Begeisterung zum Thema Wasser herrscht, kann man nur froh sein. Der erste Platz geht an Matthias Rett, Dritter, mit seiner Kettenreaktion. Ich werde hintermaßen, ja, nicht den Marcel Witt, das ist glaube ich der Cousin, der hat beim Videodrehen geholfen. Gratulation, ihr habt den ersten Preis gemacht. Ein sehr, sehr schwieriges Video. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Also circa 2 Wochen Arbeit. So, echt lange. Und wie viele Dominosteine wurden verwendet? Ich weiß nicht genau, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend. Wie kommt man zu so einer Idee? Und begonnen hat das Ganze vor 10 Jahren, wie wir ein paar Steine zu Weihnachten bekommen haben, und dann ist das eben immer größer geworden. Und letztes Jahr habe ich in der Schule gesehen, dass ein Plakat von Junior Challenge Wasser gehängt ist, und haben uns halt gedacht, dann nehmen wir das ein. Herzlichen Glückwunsch, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Also zuerst habe ich mir schon Überlegungen gemacht, wie ich das Video jetzt halten soll. Aber dann habe ich mir schon sofort, ist mir eingefallen, ich könnte ein Video machen, ich könnte durch alles Wasser durchgehen, durchspringen, und so habe ich mir halt, bin ich durch die Welt des Wassers einfach gegangen. Haben Sie mit so vielen Einsendungen gerechnet? Nein, ehrlich gesagt nein. Wir haben mit sehr viel weniger Einsendungen gerechnet, weil es eben gar nicht so einfach ist, so ein Video zu machen. Und Hut ab vor allen Jugendlichen. Die haben eine Handfertigkeit beim Anfertigen von solchen Videos, das ist wirklich toll. Wasser,